Hallo liebe Sportfreunde, heute zeige ich euch eine geile Übung vor, um eure Sprungkraft zu verbessern. Hier braucht ihr einfach einen Gegenstand, entweder eine Kiste, wo ihr drauf springen könnt, oder wie hier so eine Platte, die halt da am Gerüst befestigt wird, und ich kann dadurch halt jetzt da hochspringen. Man kann auch einstellen, das höher einstellen oder halt niedriger, gell? Und wir fangen erstmal aber mit den niedrigen an. Ja. Und hier stellt euch einfach ganz normal vor der Kiste oder vor die Platte und springt dann so weit hoch wie ihr könnt, ja. Und landet dann stabil auf der Kiste oder hier auf der Platte, ja. Erstmal konzentrieren, ja. Weil ihr braucht jetzt die Explosivität, die Konzentration. Deswegen stellt ihr euch hin, atmet tief ein und aus und konzentriert euch auf die Kraft in den Beinen. Ja? Und springt dann mit beiden Beinen hoch. Ja? Versucht, wenn ihr hochspringt, die Beine gerade zu halten. So, ihr könnt es so vorstellen, als ob ihr wie eine Kerze nach oben fliegt. Ja? Und dann mit geraden Beinen, ohne die Beine einzuknicken, ja. Das müsst ihr halt im Kopf haben, diesen Gedanken, dass ihr halt gerade bleibt und nicht die Beine knickst, ja. Nochmal. Und wenn ihr oben seid, landen, stabil landen, Po anspannen, Beine durchstrecken, ja. Und Körperspannung halten, ja. Das ist jetzt die Version für Anfänger, ja. Wenn ihr aber dann fortgeschritten seid, könnt ihr es von den Knien aus probieren. Ihr geht auf die Knie, runter, nicht so auf die Knie, sondern ihr setzt euch auf eure Fersen, entspannen, tief ein- und ausatmen, konzentrieren, dann springt ihr von der Position auf die Füße und sofort auf den Gegenstand hoch, ja, und wieder. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, Beine sind gerade, Po anspannen, Beine anspannen, Körperspannung halten. Ja? Ich zeige euch noch einmal vor. Runter, auf die Fersen sitzen, entspannen, Konzentration und dann und oben landen. Ja? Probiert es aus, fangt erst mit 5 Wiederholungen an, macht 2 Minuten Pause dazwischen, so 3 Sätze. Ja? Probiert es aus. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und das Video weiterteilt. Euer Michael.